Schlagzeug für Playalongs mit dem E-Drum aufnehmen. Ich denke, die meisten Schlagzeuger haben Spaß daran, zur Musik zu spielen. Und gerade wenn man Anfänger ist, keine Band hat oder ähnliches, dann macht es eigentlich auch Laune, zu Playalongs zu spielen, also zu schlagzeugfreier Musik oder vielleicht die eigenen Lieblingssongs versuchen mal nachzuspielen, nachzuvertonen. Und da möchte ich euch jetzt eine gute Möglichkeit zeigen, wie ich mit dem E-Drum sowas aufnehmen kann, um es danach vernünftig zusammenzumischen. Ich benutze dazu ein E-Drum, hier ein Roland TD-11, Laptop oder PC. Mit Audio-Ein- und Ausgängen, einen Kopfhörer und die Monitorbox für das E-Drum so wiederzugeben. Wenn ich Musik so spiele, zum Üben oder was auch immer, dann habe ich einfach den Monitor an und höre darüber laut, was das Schlagzeug spielt und eben auch die Ausgabe vom PC. Das ist fürs Aufnehmen aber nicht ganz so geschickt, deswegen hier mal die grundsätzliche Verkabelung, wie ich das mache, wenn ich was aufnehme. Und zwar habe ich den Ausgang vom E-Drum aufgeteilt, der geht einmal weiterhin zur Monitorbox. Und zum zweiten geht er aber in den Audioeingang vom PC. Und der Ausgang vom PC, der geht nicht ans E-Drum, sondern der geht an den Kopfhörer. Mit dem Setup habe ich jetzt die Möglichkeit, das eine Schlagzeugspiel aufzunehmen am PC, ohne irgendwelche Musik dabei. Also ich kann mir zum Beispiel auch die Musik mit einem Klick oder mit dem Originalschlagzeug auf den Kopfhörer legen, kann dazu spielen und kann das später dann auf einem sauberen Track, also ohne Klick oder ähnliches, dazu mischen. Einstellungen am PC müssen so vorgenommen werden, dass die Ausgabe nicht auf das E-Drum erfolgt, also die Musikausgabe, zu der ich spielen möchte, die muss auf dem Kopfhörer rauskommen. Das heißt, ich wähle bei den Wiedergabegeräten den entsprechenden Ausgang aus, also nicht in dem Fall hier zum Beispiel das TD-11, sondern den normalen Audioausgang, der dann auf der Buchse ist. Beim Aufnahmeeingang muss ich natürlich den Eingang auswählen, das von dort aufgenommen wird, wo ich das E-Drum angeschlossen habe. Ja, und im Endeffekt war es das schon. Dann kann ich die Software starten und kann mit der Aufnahme beginnen. Die Freeware Audacity benutze ich zum Aufnehmen, weil die ziemlich simpel ist und gute Ergebnisse liefert. Ja, wenn ihr die Einstellungen dann richtig gemacht habt, könnt ihr einfach im Audacity eine neue Aufnahme starten. Hier gegebenenfalls noch gucken, dass er eine Monospur nimmt anstatt eine Stereospur, sei denn ihr habt wirklich einen Stereoanschluss dafür verwendet und das klappt auch. Ihr seht ja an den Wellenformen, die hier gezeigt werden, direkt, ob das funktioniert. Wenn ihr hier nichts seht, also die Linie flach bleibt, müsst ihr gucken, ob zum einen die Aufnahmelautstärke ausreichend ist und zum anderen, ob ihr eben die Anschlüsse richtig habt und die Einstellungen in den Aufnahmegeräten vom PC so ist, dass auch wirklich das da ankommt. Wie nehme ich dann auf? Ich drücke hier auf Aufnahme. Das kann ja am Anfang ruhig ein bisschen leer laufen. Dann starte ich den Song, zu dem ich spielen möchte. Wie gesagt, hier benutze ich noch so kleine Hilfssoftware von mir, damit ich die ganzen Takte, was wohin gehört, zusammenbekomme. Dann läuft's los und ich kann zur Musik spielen. Ganz nützlich ist es noch, wenn man am Anfang guckt, dass man irgendwas hat, wo man die Songs dann später synchronisieren kann. Zum Beispiel bei den meisten Playalongs ist ja ein Klick am Anfang dabei, also auch bei der klickfreien Version ist zumindest das Einzählen am Anfang dran. Und wenn man den dann einfach, was weiß ich, auf der Hi-Hat oder auf der Snare mitspielt, dann kann man später anhand der Wellenform im Audacity diese zwei Tracks, die man später hat, nämlich das, was man selbst gespielt hat und die Originalmusik, mit der man es mischen möchte, kann man die Tracks dann anhand dieser Pulse synchronisieren. Hat man dann den eigenen Drumtrack aufgenommen, dann kann man bei Audacity einfach die Musik, zu der man das dazulegen möchte, importieren. Dann hat man mehrere Spuren, nämlich den eigenen Track und die Musik, die man dazu haben möchte. Dann kann man, wie ich eben schon gesagt habe, zum Beispiel den Count-In benutzen, um das Ganze zu synchronisieren. Das heißt, man schiebt die beiden Spuren so lange übereinander, bis die Sachen wirklich synchron sind. Kann dann auch nochmal Probe hören zwischendrin, gucken, ob das wirklich passt. Im Zweifelsfall muss man sich noch eine andere Stelle suchen, um das Ganze zu synchronisieren. Für die Synchronisation könnt ihr hier oben dieses Schiebewerkzeug benutzen. Wenn das ausgewählt ist, kann man einfach in die Spur reinklicken und kann damit das Audio in der Spur von der Position verschieben. Wenn das soweit passt, dann kann man noch das Markierungswerkzeug benutzen und kann den Count-In zum Beispiel oder alles, was man nicht braucht, vorne oder hinten abschneiden. Ja, wenn das funktioniert hat, kann man das Ganze abspeichern und kann es dann exportieren. Also wenn man es abgespeichert hat, ist es als Audacity-Projekt vorhanden, kann man aber nur mit der Software anhören. Aber ihr könnt das ganz einfach als MP3 exportieren, indem ihr die Exportfunktion benutzt. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Dann habt ihr euer erstes fertiges Musikstück zusammengestellt. Viel Spaß damit. Ich freue mich über Rückmeldungen. Wenn ihr andere Möglichkeiten habt, wie es geht, oder irgendeine Idee, was man noch verbessern könnte, könnt ihr euch natürlich gerne melden.
Ach so, und wenn ihr Interesse an der Drumtimer-Software habt, die ich mir selbst geschrieben habe, dann lasst auch mal was von euch hören. Ansonsten viel Spaß beim Spielen und bis dann.